change is set. The green flag drop. So, und McPower geht Williams vorbei an Grüßen. Konstant vor Scholl. Und jetzt die Verkräfte an innen hin. Möchte man das sehen, darf man sich nicht. Williams konnte letzte Saison den Konstrukteurstitel feiern, scheiterte aber knapp am Fahrertitel. Es fehlten nur sehr wenige Punkte. Bei den Testfahrten war man sehr zufrieden mit der Performance des Autos. Die Zuverlässigkeit war auch hervorragend, weil man ziemlich viele Runden absolvieren konnte. XZ Reaper X kommt nach einem Jahr Pause zurück in die Formel 1. Große Erfahrungen sollten dem Team helfen, weiter vorne zu bleiben. UFL 1 Snipes, WM22. wurde von Mercedes freigegeben. Sein bestes Ergebnis war ein 5. Platz, gerade genau hier in Deutschland, wo die Testfahrten stattfinden. Das Ziel des Teams ist, häufig auf Podestplätze zu kommen und vielleicht Siege zu feiern. Mercedes gelang es, den Fahrertitel letzte Saison zu gewinnen. Man scheiterte aber knapp am Konstrukteurstitel, genau andersrum wie bei Williams. Man war wieder vorne bei den Testfahrten mit dabei. Das Auto war auch sehr zuverlässig, weil kein anderes Team so viele Runden fuhr wie Mercedes. Max Power 2010 WM 4. soll Podeste wiederholen. 6-mal konnte er letzte Saison Platz 3 als beste Position für sich verbuchen. UFL 1 Markus, 17. der letzten WM, kam im Training gut zurecht. Hatte mit McLaren letzte Saison Formschwankungen, dadurch war im 5. Platz sein bestes Ergebnis. Mercedes will als Ziel die Saison mehr Siege feiern als noch letzte Saison. Von Anfang bis zum Ende hatte Toro Rosso eine sehr starke Saison. Man stand häufig auf dem Podium und konnte sogar 2 Siege feiern. Der neue verbesserte Motor von Honda bringt mehr Leistung, was man zeitlich auch direkt sieht. Leider konnte man nicht so viel fahren, weil die Zuverlässigkeit etwas darunter gelitten hat. TL Schnitzel konnte den Titel verteidigen. 9 Siege reichten dafür aus. Mit Toro Rosso will er seinen 3. Titel in Folge holen. K-Steel 1995 ist WM20. Geworden und bekommt seine Chance neben den Meister. Platz 6 war sein bestes Ergebnis bei wenigen Einsätzen letzte Saison. Das Ziel des Teams ist, die Zuverlässigkeit in den Griff zu bekommen und weiter vorne um Siege zu kämpfen. Red Bull hat am Anfang der letzten Saison einen sehr konkurrenzfähigen Wagen. Dies hielt aber nur bis Saisonmitte. Ab dann hat man Zuverlässigkeitsprobleme gehabt und man fand sich nicht mehr so oft in den Punkten. Der Grundspeed ist besser als letzte Saison. Man war vorne mit dabei. Und die Zuverlässigkeit wurde auch deutlich wieder verbessert. Stayforce Dino 0815 WM 5. soll das Team wieder nach vorne führen. 2 Siege konnte er letzte Saison für sich verbuchen. Erbin 2945 hat sich den Platz als Stammfahrer verdient. Gute Erfolge in den unteren Serien hat er geholt. Das Ziel von Red Bull ist wieder um Siege und Podeste zu feiern. Racing Point hat einen soliden Saisonstart mit ein paar Podesten. Aber durch eine falsche Entwicklung und zudem noch Zuverlässigkeitsprobleme warfen das Team zurück. Bei den Testfahrten hat man kleine und größere Schwierigkeiten gehabt und man stand lange in der Box, was dazu vermuten lässt, dass man Zuverlässigkeitsprobleme hatte.
UFL 1 Domplayer 86 kommt aus der B-Liga als Siebter. Viele Siege und Podeste reichten für den Sprung in die A-Liga. UFL 1 Pixel kommt auch aus der B-Liga. Durch die starke Konkurrenz in der B-Liga reicht ein zweiter Platz aus, um den Sprung auch zu machen. Das Ziel ist es von Racing Point, das Auto besser zu entwickeln und Punkte zu holen. McLaren hatte letzte Saison eine gute Rennpace, aber man konzentriert sich sehr früh auf den diesjährigen Wagen, wodurch die Leistung manchmal darunter gelitten hat. Bei den Testfahrten hat man viele zeitgleiche Runden gehabt, ob als auf schnellen oder auf langsamen Reifen. Die Zuverlässigkeit war mit einer der besten. RBFN Leipzig, WM 14. hat sich den Stammplatz redlich erfahren. Bei kleinen Einsätzen letzte Saison war sein bester Platz Platz 7. Adi 1989 kommt als Meister der C-Liga nach oben. Eine sehr starke Saison mit vielen Siegen und Podesten führten zu dem Sprung direkt in die A-Liga. Das Ziel von McLaren ist, weiter vorne mitzukämpfen und Podeste zu holen. Renault hatte einen mittelmäßigen Start mit wenig Punkten am Anfang der Saison. Aber durch eine erfolgreiche Entwicklung konnte man am Ende viele Podeste feiern. Der Speedbein-Test war sehr erfolgreich, leider nicht sehr konstant. Und kleine Zuverlässigkeitsprobleme warfen das Team auch ein bisschen zurück. Galli, WM 11. wollte zu einem Hauptteam wechseln. Mit dem Haas holte er letzte Saison dreimal Platz 3. Alonso erhielt den Stammplatz wegen guter Leistung. Ein Sieg in 3 Einsätzen sprechen für sich. Das Ziel ist es von Renault, den Schwung aus der letzten Saison mitzunehmen, um wieder um Siege zu kämpfen. Haas konnte letzte Saison ein paar starke Ergebnisse einfahren. Man hat aber sehr, sehr stark Zuverlässigkeitsprobleme, weshalb Punkte ziemlich selten auf der Rangordnung standen. Die Testfahrten waren sehr zufrieden und die Leistungssteigerung konnte man direkt sehen. Aber die Zuverlässigkeit ist immer noch das größte Problem des Teams. Der Gamer Paco, WM 6. wechselte mit Galli den Platz. Dreimal siegreich war er ab Mitte der letzten Saison. RWRTR WM 7. musste weg von McLaren, weil die neue Fahrer haben wollten. Platz 2 in Deutschland und Russland waren seine besten Ergebnisse. Das Ziel von Haas ist es, die Zuverlässigkeit wieder aufzubauen, um vorne wieder mitzukämpfen. Ferrari hatte einen sehr guten Saisonstart, man holte Podeste am laufenden Band. Aber man hat sehr früh auch falsch entwickelt, dadurch hat man sehr starke Probleme und war selten in den Punkten. Man hatte in den Testfahrten einen guten Grundspeed, aber noch Luft nach oben. Auch in Sachen Zuverlässigkeit ist man auf dem richtigen Weg. KimKim 71 wurde Vizemeister und man holte ihn für viel Geld von Williams. Sein bestes Ergebnis war ein Rennsieg. Charlie, WM 10. zog man von Sauber zu Ferrari. Ein 4. Platz in Russland war sein bestes Rennergebnis. Das Ziel ist es, direkt wieder um Siege und Podeste zu kämpfen und die letzten Jahre vergessen zu machen. Sauber war letzte Saison einfach viel zu langsam. Das einzig Positive war, man hat die meisten Einkünfte eines Ferrari-motorisierten Wagens gehabt.
Testfahrten waren für das Team sehr schwierig. Man fand einfach keinen Grundspeed. Probleme der Zuverlässigkeit waren irgendwie wie weggeblasen. Jerry Joe, WM8er, fand nur Platz im Sauber. Ein überraschender Sieg in Deutschland war sein bestes Rennergebnis. Weepers, Meister der B-Liga, möchte man eine Chance geben. Er ist verdienter Meister geworden mit sehr starken Leistungen. Das Ziel von Sauber ist, mehr Risiko zu gehen und mehr Punkte zu holen.